Vielen Dank für die Präsentation und den interessanten Bericht. Leider sehen wir uns bei der Mittelverschwendung, die der Rechnungshof aufgedeckt hat, in unseren Befürchtungen bestätigt. Besonders erschreckend war es zu lesen, dass, ich zitiere aus dem Bericht, die Daten noch nicht ausreichen, um festzustellen, ob die Projekte überhaupt zur Behebung der Ursachen irregulärer Migration beigetragen haben. Und es geht hier immerhin um Projekte von insgesamt 5 Milliarden Euro. Auch dass die Seenotrettungsstelle der libyschen Küstenwache offenbar immer noch nicht funktioniert, ist beunruhigend, denn das ist ja schließlich die Voraussetzung dafür, dass die illegale Migration über das Mittelmeer auch effektiv bekämpft werden kann. Ich möchte nun fragen nach dem Nachfolgeprogramm des EU-Treuhandfonds für Afrika, nämlich dem NDICI Global Europe Instrument. Dessen Finanzierungsrahmen ist ja geografisch noch viel breiter aufgestellt und auch die Zielvorgaben scheinen wenig konkretisiert worden zu sein, sondern im Gegenteil. Wenn wir zum Beispiel das Programm zur Migration im Rahmen der südlichen Nachbarschaft, also Maghreb-Staaten Afrika, ansehen, finden wir dort keine präzise Angabe, um welche Zahl genau die Migration nach Europa von Afrika eigentlich reduziert werden soll. Stattdessen ein Konvolut an Sekundärzielen. Als potenzieller Erfolg wird zum Beispiel schon gewertet, wenn Ausrüstungsgegenstände in diese Staaten geliefert werden oder Trainings abgehalten werden. Damit ist aber der Erfolg, nämlich die Migration effektiv zu verhindern, längst noch nicht erreicht. Widerspricht das nicht der Forderung des Rechnungshofs, die Erfolgskriterien möglichst präzise und nachprüfbar zu gestalten? Was muss aus Ihrer Sicht geändert werden, damit die libysche Küstenwache endlich illegale Migranten auf dem Weg nach Europa effektiver abfangen kann? Und sollte zur Bekämpfung der illegalen Migration nicht generell mehr auf Ergebnisorientierung gesetzt werden? Das heißt, entscheidender Indikator für den Erfolg muss eine konkret bezifferte Reduzierung der illegalen Migration sein. Wir befürchten, dass sonst eine Mittelverschwendung in der bisherigen Weise weitergeht. Die Frage geht genauso an den Rechnungshof wie auch an die Kommission. Dankeschön. Herr Jongen, in Geldverschwendung? Ja, man kann natürlich immer Beispiele finden für Projekte, die nicht das gesamte Potenzial entfalten oder auch eben nicht den Zweck erreichen. Seit über 30 Jahren bin ich im Bereich Prüfung tätig, habe auch Entwicklungshilfe viele Jahre lang geprüft. Und man findet natürlich immer Beispiele, die man hätte besser umsetzen können. Einige dieser Projekte werden in Absatz 39 erwähnt. Da haben wir auch gesagt, es gibt keine direkte Verbindung zu den dringendsten Bedürfnissen, zum Beispiel Sanierungen der Al-Shabi-Küstenstraße in Benghazi oder die Restaurierung des römischen Theaters in Sabrata in Libyen oder Sport- und Küchenausstattung für Schulen mit dringendem Bedarf an grundlegender Infrastruktur. Das sind Beispiele von Projekten, die vielleicht nicht so wohl überlegt waren. Aber ich bin sicher, dass Sie auch etwas Derartiges bei anderen Projekten finden können. Was jetzt NDICI angeht, das werde ich der Kommission überlassen. Herzlichen Dank.